Also heute will ich ein bisschen über BrainFork reden. Und zwar, ich hatte ja die PDR für 4,5 bis 5 Monate. Und danach, als ich raus war, hat irgendwas auch noch nicht hundertprozentig gestimmt. Ich habe in einem anderen Video von Depressionen und Angstzuständen geredet und habe gedacht, das Ganze hängt damit zusammen. Diese lassen immer mehr nach, beziehungsweise sind fast nicht mehr vorhanden. Also Angstzustände gar nicht mehr, Depression zum Teil kommen die noch. Aber wie ihr wisst, ist es unglaublich schwer, diese ganzen Gefühle, diese ganze Situation in Worte zu fassen. Das liegt vor allem auch daran, weil man selber, ich denke, unsicher ist, wie man sich gerade fühlt, was man durchlebt. Und für mich, desto mehr Zeit vergeht, desto mehr verstehe ich, was ich durchlebt habe und was wie zusammenhängt. Und jetzt zum Thema Brain Fog. Ich habe gemerkt, dass das ein Symptom ist, was ich habe. Also nach der DPDR, das, was ich noch verstärkt gemerkt habe, war Brain Fog. Also zusätzlich zu den Depressionen und Angstzuständen war eben so ein konstanter Brain Fog. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, Brain Fog hatte ich auch schon davor. Also als DPDR eingesetzt hat, hat auch Brain Fog eingesetzt. Und das hat sich so überlagert. Das habe ich am Anfang gar nicht so differenzieren können voneinander. Aber es hat mich eben auch die ganze Zeit begleitet und als DPDR weg war, war Brain Fog immer noch da. Ich war auch bei einer Therapeutin, die hat, als ich ihr beschrieben habe, was ich habe damals mit DPDR, hat sie gefragt, ob ich so ein Gefühl wie Watte im Kopf habe. Und das würde ich wirklich so sagen, Brain Fog ist so dieses Gefühl von Watte im Kopf. Damals hatte ich aber viel mehr, also jeder, der DPDR hat, weiß, es ist nicht einfach nur ein Gefühl von Watte im Kopf, man nimmt sich selber nicht wahr, man nimmt die Realität nicht wahr. Das habe ich ihr auch versucht zu erklären, aber sie hat sich dann aufgeschrieben, er hat ein Gefühl wie Watte im Kopf. Da habe ich mir auch gefragt, was hören Sie mir nicht zu? Also nur als Tipp, ihr werdet dann viele, ich sag mal, fragwürdige Ärzte und Therapeuten kommen, nicht aufgeben. Irgendwann ist der Richtige auch dabei. Auf jeden Fall dieses ein bisschen mehr zu Brain Fog. Das Gefühl von Watte im Kopf beschreibt es okay. Ich würde eine andere Analogie verwenden. Und zwar nehmen wir den Zeitpunkt vor Brain Fog, vor DPDR, hat man sich hingesetzt und irgendeine Aufgabe bearbeitet. Und im Kopf laufen Gedanken ab, verschiedene Gedankenprozesse und mit einer bestimmten Geschwindigkeit und es fühlt sich recht einfach an. Und nachdem Brain Fog eingesetzt hat, war das, also wenn ich davor diese Gedankenprozesse, als würde ich mit Servolenkung meine Gedanken steuern, war die Servolenkung auf einmal weg und ich musste da kurbeln und auf einmal meine Gedanken anzutreiben, was anstrengend war. Ich konnte und kann immer noch dieselben Aufgaben, also denselben Komplexitätsgrad von Aufgaben lösen, es kostet nur mehr Kraft. Was sehr nervig ist, vielleicht auch interessant für euch. Ich habe mal, also vor DPDR, eine ganze Weile davor, einen Intelligenztest gemacht und während DPDR, und die waren gleich. Also vom Kopf, also von der Intelligenz her ist nichts geschädigt. Aber dieses, und vielleicht, also ich denke, einige kennen dieses Gefühl von Brain Fog oder vielleicht auch konnten was mit der Analogie anfangen, dass man davor mit Servolenkung denkt und danach eben nicht mehr und es einfach mehr, also viel anstrengend ist. Was zwei Sachen will ich erwähnen, die man dagegen machen kann, und zwar wieder diese, ich sag mal, Supplements oder ein paar natürliche Medikamente. Es waren einmal, ich werde sie auch unter dem Video noch auflisten, zum einen Endrosgel wieder, Rizinusöl und Grünalgen. Also die drei Sachen habe ich genommen, nehme ich auch noch und merke wirklich, wie das den Brain Fog beeinflusst und er dadurch geringer wird. Das andere war auch eine EMT-Technik. Ich habe ja bereits über EMT geredet. Das war wirklich eine Technik, also eine Stunde, und die hat mir auch gut geholfen, oder den Brain Fog
einzuschränken. Ich werde den Namen dieser Technik auch noch unter das Video schreiben, falls jemand mit dem Gedanken spielt, zu einer IMT-Behandlung zu gehen wegen Brain Fog, kann er diese Therapeuten gerne darauf ansprechen, dass sie vielleicht diese Technik anwenden. Ergänzend noch zum letzten Video, ich habe ja auch von Depression gesprochen, ich war auch beim Toxikologen, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hat, und es wurde auch ein sehr niedriger Serotoninspiegel bei mir festgestellt, also möglicherweise trifft es auch auf euch auch zu. Schaut einfach, fragt eure Ärzte, was man dagegen machen kann. Ich bin jetzt beim Toxikologen, der gibt mir auch verschiedene Infusionen und hin und wieder eine Spritze, unter anderem mit einer homöopathischen Dosis an Serotoninanreger. Ich bin mir nicht ganz sicher, was drin ist. Die Arbeit von Toxikologen, diese Infusionen helfen mir wirklich sehr. Ich kann es euch nur ans Herz legen, also einen Toxikologen aufzusuchen. Auch die Internetadresse von meinem werde ich unter das Video hinzufügen. Ja, so viel zum Thema Brain Fog. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen.